Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains World 4. Der Danny spielt das mit mir zusammen hier auf dem PC. Wir stehen hier in Bremen Hauptbahnhof und haben heute die Aufgabe, unseren IC 2038 bis nach Bremen zu fahren, der hier an Gleis 3 steht. Ich habe bereits die Türen geöffnet. Ihr seht, die Leute steigen in Massen aus und hier steht's. Wir sollen unseren IC 2038 nach Oldenburg fahren, über Delmenhorst. Und wir haben um 15:55 Uhr Abfahrt, aber vorher möchte ich euch gerne noch ein wenig das Rollmaterial hier zeigen, das hier in Hülle und Fülle rumsteht. Denn ihr seht hier schon die BR110 in diesem wundervollen Farbkleid, 110 451-2. Dann gibt es hier aber auch noch, vorhin war sie auf jeden Fall da, jetzt ist sie nicht da, jetzt ist sie normal. Ich hatte vorhin die BR110 in T-Lackierung hier stehen, genau an dieser Stelle. Diesmal ist es aber leider die normale. Ich konnte nämlich vorhin nicht starten, weil der den Halt nicht gezählt hat. Also er hat hier die Tür nicht geöffnet. Also schon geöffnet, aber nicht, halt nicht registriert und deswegen musste ich halt nochmal anfangen. Hier steht auch eine normale BR110. Schade, vorhin hatte ich hier wirklich wundervolle BR110 stehen, aber die habe ich auf jeden Fall Fotos gemacht und werde sie dann auch im Thumbnail mit einbinden. Vielleicht, ja, da hinten steht noch eine. Eine T-Lackierung am IC. Das ist doch auch mal geil, oder? Oder ist das gar keine 110? Ist das eine 101 in T-Lackierung? Das wäre natürlich auch mega. Das habe ich in der Form eigentlich auch noch nicht gesehen. Es sieht fast so aus, ja. Es ist eine 101 in T-Lackierung. Das ist wirklich, habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber gut, dann ist das so. Machen wir davon auch noch ein schickes Foto. Das ist doch auch mal geil. Ja. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch stehen haben. Da steht eine normale 101. Dann stehen hier noch ein paar 612er. Aber ich glaube, das war es so ziemlich. Ach so, das ist unser. Ach, wir sind fahren im Sandwich. Das ist ja noch geiler. Jetzt merke ich es erst. Ja, wir fahren im Sandwich. Das ist doch geil. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in unsere BR101, die ich auch ein wenig modifiziert habe. Dazu gleich mehr. Erstmal das Repaint, Bahnbonus. Sie fahren ohne Bahnbonus, aber warum? Das neue Bahnbonuspunkte, Prämien, Statusvorteile gleich anmelden. Ja, ich fahre seit Jahren mit Bahnbonus. Immer wenn ich auf meine Touren fahre, sammle ich da ordentlich Punkte beim Buchen und so weiter. Das ist wirklich eine feine Sache, solltet ihr euch überlegen, wenn ihr dort noch nicht angemeldet seid. So viel dazu. So, was ich auch noch sagen wollte, schaut euch mal den Himmel an. Ist das nicht mega? Ist das nicht mega? Mein Gott, mir geht die Stimme weg. Das sieht doch wirklich geil aus. Die Sonne geht unter, der Himmel färbt sich lila. Also es ist wirklich sau geil. Orange lila, es ist wirklich mega. Es ist einfach nur geil. So, ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus und seht zu, dass wir hier auf Strecke kommen. Denn wir befinden uns immer noch hier unten. Wir müssen erstmal zu unserer Lok kommen. So. Steigen dann einfach mal ein, würde ich sagen. Schließen hier die Türe, denn wir müssen noch ein wenig aufrüsten. Und zwar PZB, SIFA und LZB. Zack, zack, zack. Die Spitzensignale auf weiß, dann können wir uns hinsetzen. Sollen eh noch bis 55 warten, dann können wir die AB noch einstellen. So, das Ganze machen wir auf 40. So, ich denke, dann sind wir soweit abfahrbereit. Jo, dann ist auch nicht mal allzu lange zu warten. Und dann können wir uns gleich in Richtung Bremen begeben. Mit Halt in Delmenhorst. Wunderschön, wunderschön. Ja. Sie hat vollkommen recht, das kann man sich ruhig mal öfters oder länger ansehen. Vielleicht meldet die Dame sich ja dann auch bei dem Bahnbonus an und sammelt so Punkte. Das wäre auf jeden Fall ihr zu wünschen. Die schaut sich auf jeden Fall sehr genau an, wie ihr seht. So, wir können die Türen verriegeln. Was machen wir? Und Schließvorgang eingeleitet. dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse und schalten langsam auf.
sollten wir eigentlich? Bremsen sind gelöst. Ist aufgesperrt. Was ist denn jetzt das Problem hier? AFB, 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 Leute. AFB, AFB, AFB. Jetzt hat er sie genommen. Die AFB war nicht registriert. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. So, dann schaut und genießt. Kurz hier unter Beobachtung halten, nicht dass wir vielleicht quittieren müssen. Siehst du? Als ob ich es gewusst habe. Wunderschön. Wunderschön. Fahren wir? Nach wie vor unter Beobachtung bzw. unter Beeinflussung. Das wird sich aber gleich geben. So, wie ihr hört, ich habe ein wenig am Sound gearbeitet, Soundmod runtergeladen. Ich kann euch gerne den Link unter dem Video setzen, wenn ihr das auch haben wollt. Es ist relativ einfach, das Ganze zu installieren. So, ein kleines Foto machen. Und dann können wir auch weitermachen. Das sieht doch richtig geil aus. Das sieht doch richtig... Ah, seht euch mal das an. Da fährt die BR-155 im Hintergrund. Das nehmen wir doch glatt mit. Wunderschön. Wunderschön. So. Ach, geil. Dazu der Hintergrund. Das ist doch einfach nur geil. Zugbeeinflussung. So, wir dürfen 50. Immerhin schon. Siefa, Siefa. Ihr seht, im Hintergrund macht sich der Güterzug auf den Weg. Ganz langsam. Zugbeeinflussung.
Oh, seht mal, seht mal! Einfach nur geil. Ich liebe es, ich liebe es. So, natürlich noch mittlerweile 60, tun wir das auch. Sifa, Sifa. Wunderschön, wunderschön einfach nur. Also Bremen-Oldenburg ist auch eine wundervolle Strecke, das muss man wirklich mal sagen. So, steht denn da vorne wieder Leckeres rum? Ah, der BR-155, wartend abgerüstet mit ihrem Kesselzug. Naja, abgerüstet nicht ganz. Strom hat immer gehoben, aber Zuglichter sind aus. Beziehungsweise Spitzensignale. So, wir dürfen 120, tun wir das auch. Sollten schon zusehen, dass wir einigermaßen pünktlich sind. Der Sound, hört euch den Sound bitte an. Einfach nur geil. Also der Sound hat was, absolut genial, muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir sehr. Sehr, sehr gelungen, wer auch immer das gemacht hat. Ich glaube, Fools heißt der. Fools oder Fools. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. So, 160. Ups, das war ein Takt zu viel. So. So, dann haben wir noch 8,3 Kilometer bis Delmenhorst. Da sollen wir jetzt 1,5 Minuten sein. Ich weiß nicht genau, ob das hundertprozentig hinhaut, weil er die AfB am Anfang nicht wollte. Sollten wir einen klein wenig länger Aufenthalt in Bremen als gewünscht, aber das ist nun mal so. Störung im Betriebsablauf nennt man das, glaube ich, im Bahnjargon. Noch eine kleine Sache vielleicht für euch. Ihr habt ja gemerkt, dass ich jetzt regelmäßig oder immer öfter Bilder aufnehme oder Screenshots aufnehme im Fotomodus. Das hat den Vorteil, dass man da ein wenig mit dem Licht spielen kann. Ich finde, das hat eine ganz andere Ausstrahlung, wenn man das so ein bisschen dunkler macht, die Farben etwas schärfer stellt und so weiter. Ich finde, das werden viel, viel schönere Thumbnails. Ist jedenfalls meine Meinung und ich mache das jetzt in Zukunft nur noch so, weil ich einfach finde, dass das viel mehr Aussagekraft hat, solche Bilder. Also im Fotomodus kann man wundervoll mit den Farben spielen, mit dem Licht spielen. Das peppt die ganze Sache etwas auf, finde ich. Und ja, also ihr könnt das auch gerne machen, ihr habt ja gesehen, wie das geht. Einfach im Fotomodus gehen und dann kann man da ein wenig mit den Farben und so weiter experimentieren und dann ganz normal Screenshot machen mit der Taste F12, ist das zumindest bei mir. Und diese dann natürlich auch als Thumbnail verwenden. Das hat eine ganz andere Wirkung, finde ich. Während wir uns jetzt hier Delmenhorst nähern, 3 Kilometer noch, der Balken wird schon orange, so, da steht ein Autozug. Und was ist vorne dran? Das würde mich jetzt interessieren. Während wir jetzt mal auf 120 zurück machen hier. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Autozug.
vorne dran ist eine BR 155, die wir jetzt schon vermehrt gesehen haben. So, gehen wir schon mal runter auf 80, denn es sind nur noch 1,9 Kilometer, nicht mal mehr. Und zu spät sind wir auch ein klein wenig. Sag ja, das ist jetzt wirklich dem geschuldet, dass die AFB am Anfang nicht wollte. Da war ich leider schuldlos. Da konnte ich nichts machen. Sifa, Sifa. Aber so ist das nun mal. Wenn die Technik nicht will, hat man leider keine Chance. So, ich würde sagen, dann nehme ich schon mal ein bisschen Leistung weg hier. Das sind jetzt nur noch 400 Meter. Also die Bremsen auch, es klingt alles so wunderbar. Es ist einfach ein richtig geiles Soundmod. Das muss man einfach mal an dieser Stelle so sagen. Hört ihr das Klacken? Das ist einfach nur geil. Naja, ob wir jetzt hier halten oder da vorne, ist jetzt glaube ich auch nicht ganz so tragisch. So, diesmal registriert er wenigstens die Türen. Damit hatte ich ja in der ersten Aufnahme ein Problem, dass der einfach die Tür nicht, also den Halt nicht registriert hat. Aber ja, sag ja, ich habe ja schon gestern im Video gesagt, das Spiel hat so seine Tücken, seine Bugs und ja, damit muss man einfach klarkommen irgendwie. Auch wenn es nicht schön ist. So, wir sind natürlich 2 Minuten delayed. Das ist wie gesagt dem Problem am Anfang geschuldet. Aber ja, so ist das halt. So, wir fahren noch rüber bis nach Oldenburg. Schließvorgang eingeleitet. Lösen die Bremse und dann schalten wir langsam auf. Dürfen 120, dann tun wir das auch. Sifa, Sifa, Sifa. Ja, ich habe sie gedrückt. Nicht schon wieder. Werden wir wieder langsamer. Ich kriege einen Hammer, ey. Gibt's doch gar nicht. Also das meine ich, ne? Dass man drückt, ihr habt's ja gesehen. Fängt jetzt an zu schneien. Auch noch. Also man drückt die Sifa und sie reagiert einfach nicht. Nur weil man in der Aussicht, Außenansicht ist, das kann es auch irgendwie nicht sein. Ich sag ja, das hat so seine Typen, das ganze Spiel. So, jetzt geht die Scheibe. Was ist denn jetzt hier der Scheibenwischer? Ist doch der Knopf, oder nicht? Hä? Notbremsventil. Sag bloß, der Scheibenwischer geht nicht an. Ich krieg aber einen Hammer, ey. War doch gerade was. Da. So, haben wir das doch. Ach, eine Solo BR 187. Auch nicht schlecht. Oder 82? Ne, 87. Ne, 82 war das, ne? Taurus auf jeden Fall. Nehmen wir es Taurus. So, 160.
So, jetzt haben wir zum guten Schluss auch noch Schnee. Ist jetzt am 29. Januar auch nichts unbedingt Ungewöhnliches. Geht's aber ganz schön dunkel auf einmal, meine Herren. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Oldenburg. Durch den Schnee. Wunderschön, wunderschön. So, ihr merkt ja, ich drücke die Siefer jetzt immer ein bisschen öfters, weil ich vertraue dem Ganzen nicht mehr so ganz. Auf einmal drücken verlasse ich mich nicht. So, das ist jetzt in kürzester Zeit ordentlich zugeschneit hier, muss man wirklich sagen. Also ihr seht es ja, es ist schon ordentlich weiß geworden hier auf der Strecke. Das macht die ganze Sache auch nicht unbedingt einfacher. Aber wir müssen da durch, bis nach Oldenburg zumindest. Ist natürlich schön, dass jetzt genau bei dem Soundmod auch noch anfängt zu schneiden, dass wir die Scheibenwischer ausprobieren können, wie die klingen. Ja, das macht die ganze Sache umso schöner. Klingt nämlich auch irgendwie geil, finde ich. Und auch so einen ganz speziellen Sound. Ach, dort steht eine Cola-Dose. Das ist ja auch das erste Mal, dass ich sowas sehe. Absolut genial. Mega. Das ist ein Kaffeebecher, habe ich schon gesehen. Aber eine Cola-Dose? Das ist wirklich das erste Mal. Genial. Also wirklich. Das ist mittlerweile wirklich. Das Spiel mag wirklich noch so seine Tücken haben und seine Bugs haben, aber genau solche kleinen Features hier, solche Kleinigkeiten werten das Spiel dann doch schon wieder auf. Einfach genial. Machen wir jetzt noch ein bisschen Werbung für Cola hier. Hoffentlich darf ich das überhaupt hochladen bei YouTube. Naja, ich weiß nicht. Ich versuche es einfach. Mal schauen, was passiert. Ach du Scheiße, das war jetzt natürlich. Ob das jetzt hinhaut? Das ist natürlich wieder mal der Nachteil. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Beim Schnee ist das ja, wenn man AFB bremst, so eine Sache. Das sollte ich unterlassen. Das habe ich euch ja schon, glaube ich, irgendwo in einem anderen Video gesagt. Da hatten wir auch so ein Wetter. Da sollte man dann lieber geschmeidig mit der Zugbremse bremsen und die AFB dann auf der Geschwindigkeit lassen, auf der sie sich befindet. Weil einfach der Radschlupf oder die Gefahr des Radschlupfes um einiges höher ist als bei trockenem Wetter, logischerweise. Und genau das hat sich jetzt bewahrheitet. Gleiswechsel hier vor.
Dann dürfen wir gleich wieder aufschalten auf 160. So, ich mache noch ein kleines Foto, obwohl der Himmel jetzt mittlerweile auch schon dunkel ist und man jetzt auch nicht mehr allzu viel sieht hier. Könnte ich ein wenig mehr Licht vertragen. Das heißt, wir machen das Ganze hier ein wenig runter. Genau, machen das ein wenig heller. Dann sieht das doch schon ganz anders aus. Wunderschön. Wunderschön. Dann machen wir ein kleines Foto. Perfekt. Zugbeeinflussung. So, dann können wir wieder aufschalten. Da sitzt jetzt noch geschlagene 15 Kilometer bis Oldenburg. Gleich 7. Gut, dann gehen wir einen kleinen Schritt vor. Dann machen wir es so. Schritt für Schritt, immer 10 nach oben. Ja, das scheint zu klappen. Also wenn ihr solche Wetterbedingungen habt, ihr seht es ja, Bremsen, nur mit der Zugbremse. Und wenn ihr die, wenn ihr beschleunigen wollt, mittels AFB, mit 10er Schritten. Also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Und da merkt ihr, dann habt ihr kein Problem mit Radschlupf und ihr kommt trotzdem auf die Geschwindigkeit, auf die ihr wollt. Schneidet sich hier gut ein. Es ist verdammt schnell dunkel geworden. Also wo wir in Bremen losgefahren sind, da war es gut, die Sonne ging unter, klar. Es ist Winter und wir hatten ja schon nach 4 oder kurz nach 4 oder 4 Uhr gerade. Aber es war da ja noch relativ hell. Also jetzt nicht so, dass man sagen muss oder sagen kann, dass es war dunkel. Ne? Aber jetzt, wo das Schneien ein oder der Schnee einsetzte, war das schon echt, ging das echt rapide. Schnell, dass das dunkel wurde, also stockduster jetzt hier und boah, krass. Was kommt denn da Schickes? Ah, ein Regionalexpress Steuerwagen voraus. Auch immer eine sehr schöne Ansicht, wenn N-Bahnen einem begegnen. Auch eine sehr, oder wie ich finde, ja, eine sehr schöne Zuggattung, weil N-Bahnen. Ich erinnere mich immer an meine Kindheit, BR218 und Silberlinge oder auch Mindlinge und so weiter. Alles mögliche, also bunt gemischt, war wirklich wunderschön. Schade, dass die Zeiten vorbei sind. Aber wir im TSW können sie ja vielleicht bald wieder aufleben lassen. N-Bahn haben wir schon und die BR218 soll ja in der Entwicklung sein. Und sollte die dann hier auf die erscheinen, dann wird es natürlich mega. Dazu dann die Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr, BR218 und die N-Bahn. Geiler geht es nicht. Dann wird es richtig geil. Ist jedenfalls meine Meinung. So. Sind es noch 8 Kilometer? Nee, was haben wir? 6 Kilometer noch? Mein Güte! Geht jetzt aber schnell.
so der Grund, warum ich die Strecke Bremen-Oldenburg gewählt habe, ist der. Ich wollte ursprünglich linke Rheinstrecke, das geht aber im Original-Fahrplan nicht. Das hätte ich dann nur im Freeround-Modus machen können, aber das ist dann auch doof, so ohne KI. Hauptstrecke Rhein-Ruhr ist eben so mit den hohen Geschwindigkeiten eher nichts oder eher selten, weil die Entfernungen nicht so groß sind. Da fährt man ja im Regelfall von Duisburg bis Bochum und das ist dann ja auch nicht so weit. So, wir sollten jetzt mal schleunigst langsam machen. Oh, nein, nein, nein. Machen wir es anders. Ich habe das ja gerade gesagt. Wir bremsen. So. Jetzt mit der AB. Dann geht das nämlich auch gut. Deswegen habe ich die Strecke Bremen-Oldenburg genommen. Ich hätte auch Hamburg-Lübeck nehmen können oder München-Augsburg oder Kassel-Würzburg. Aber das hatte ich alles in den letzten Videos erst und Kassel-Würzburg ist so lang. Und dann habe ich mir gedacht, nehmen wir einfach Bremen-Oldenburg. Das ist von Entfernung nicht ganz so weit. Und kann man trotzdem hohe Geschwindigkeiten fahren. So, wir sollten jetzt mal langsam auf 60 kommen hier. Ja, etwas Leistung aufschalten, dass wir gleich nicht stehen bleiben. Und dann haben wir das auch soweit. Zugbeeinflussung. Dann sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir könnten das ja sogar pünktlich schaffen, in Bremen einzufahren. Ach, in Oldenburg einzufahren. Das haben wir jetzt noch gute 2 Minuten. Und haben jetzt noch 1,5 Kilometer. Das könnte man sogar packen, wenn wir es nicht allzu sehr trödeln. Dann hätten wir die Verspätung von Delmenhorst wieder aufgeholt. So, dann fahren wir schön in Bremen ein. In Oldenburg. Meine Güte, komme ich denn ständig auf Bremen? Fahren wir hier schön über die Klappbrücke. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, wie die sich hochklappt. Wie das vonstatten geht hier. So, nehmen wir mal runter 40. So, da wären wir. Sie fahren. So, willkommen. Einigermaßen pünktlich. Türfreigabe. Sie fahren. Ich war mir klar, dass das nicht hinhaut. Bin doch ein wenig zu weit weg vom Zielpunkt. Schon ganz anders aus. So, dann öffnen wir rechts die Türen. Können die, glaube ich, die Scheibenwischer ausstellen. Mittlerweile aufgehört zu schneien. So. Und dann hätten wir das, glaube ich, soweit geschafft, oder?
können die Türen verriegeln. Bin es natürlich ein bisschen kalt, so in kurzer Hose, ich meine ja nur. Aber ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Kann ich hier noch irgendwo eine Karte anbringen, das können wir vielleicht noch eben schnell erledigen. Bevor wir die Türen verschließen und damit das Szenario beenden. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier irgendwas noch machen können, sollten, dürfen. Das heißt, wir können wieder einsteigen, die Türen schließen und damit das Szenario dann auch beenden. Bitte nicht einsteigen. Genau, dieser Zug endet hier. Wäre schön, wenn wir jetzt noch in die Abstellung fahren könnten, aber ich glaube, das ist in so einem Fahrplanszenario nicht vorgesehen. Leider. Es wird auch wieder heller. Die Schneeschau ist vorbei, es wird jetzt wieder etwas heller. Gleichwohl geht die Sonne trotzdem unter. Im Winter. Um diese Zeit. Das ist nun mal leider so. So, dann setzen wir uns mal wieder hin. Schließen die Türen. Und dann war es das hier. Schließvorgang eingeleitet. Mit unserem Fahrplanszenario. Es bleibt nicht wieder hängen. Och nee, bitte. Kann doch nicht wahr sein. Also das ist doch wirklich... Nee, das macht keinen Spaß. Absolut nicht. Das macht wirklich keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Rest, eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Und ich hoffe, euch hat das Szenario gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Warum das in letzter Zeit immer so endet, kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Ich kann es euch leider nicht sagen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Bye, bye.